Hallo und herzlich willkommen zu unserem Lehrvideo mit dem Thema unterschiedliche Haltungsformen in der Milchviehwirtschaft. In diesem Video wollen wir euch die Unterschiede zwischen konventioneller und ökologischer Landwirtschaft einmal kurz genauer vorstellen. Zu diesem Zweck sind wir heute auf dem Betrieb von Familie Biesenbach, einem konventionellen Milchviehbetrieb. Schauen wir uns den Stall doch einmal kurz genauer an. Familie Biesenbach hält ihre Tiere in einer sogenannten ganzjährigen Stallhaltung. Das heißt, die Milchkühe gehen nicht mehr raus auf die Weide, sondern sie bekommen ihr Futter jeden Tag auf dem Futtergang vorgelegt. Die ganzjährige Stallhaltung steht oftmals in der Kritik. Schließlich stellt man sich Milchkühe immer auf einer großen Weide vor. Wie es den Tieren hier geht, wollen wir daher einmal genauer betrachten. Eine ganzjährige Stallhaltung birgt allerdings Vorteile für die Tiere, die vielen Menschen gar nicht bewusst sind. Die Ställe sind großräumig gestaltet, sodass die Tiere viel Bewegungsfreiheit haben. Die offenen Seitenwände lassen frische Luft durch den Stall strömen und immer genügend Sonnenlicht hinein. Kühe sind zudem sehr hitzeempfindlich. Im Prinzip sind Temperaturen von über 25 Grad schon eine Qual für die Tiere. Bei hohen Temperaturen wollen die Tiere somit nur noch ungern raus und fressen auf den Weideflächen auch weniger. Dies kann sich negativ auf die Milchleistung auswirken. Denn Kühe, die über den Tag verteilt weniger fressen, geben am Ende des Tages auch weniger Milch. Große Ventilatoren an den Decken der Stallgebäude sorgen daher auch im Hochsommer immer für ein optimales Klima im Stall, sodass die Tiere eher geneigt sind, Futter aufzunehmen. Der Auftrieb zur Stallweide birgt bei unbefestigten Wegen zudem die Gefahr, dass die Tiere sich an den Klauen verletzen. Auch dies kann zum Problem werden, denn Verletzungen an den Klauen führen dazu, dass die Tiere sich nur noch ungern bewegen und damit auch wieder weniger Futter fressen. In der ganzjährigen Stallhaltung wird den Kühen das gemischte Futter mit allen für die Kuh wichtigen Inhaltsstoffen mindestens zweimal täglich vorgelegt. Die Kühe können sich an Bürsten an den Wänden massieren lassen und sauber machen. Der automatische Mistschieber entfernt den Kuhmist regelmäßig, sodass die Kühe immer über saubere Bodenoberflächen laufen. Auch das automatische Melksystem bietet bei Familie Biesenbach viele Vorteile für die Tiere. Die Kühe können selber entscheiden, wann sie zum Melken kommen. Dies kann sich durchaus auch positiv auf die Milchleistung auswirken, da die Tiere anstatt zweimal am Tag in den Melkstand geholt zu werden, nun auch öfters am Tag gemolken werden können. Zudem ist das für die Tiere auch stressfreier. Die Kuh wird am automatischen Melksystem an ihrem Halsband oder alternativ am Pedometer erkannt. Ein Pedometer ist ein Erkennungssystem am Fußgelenk der Kuh. Hat sie Melkanspruch, also ist es mal wieder Zeit, dass sie gemolken werden kann, wird sie in das Melksystem hineingelassen. Hier erhält sie Kraftfutter als kleine Belohnung und wird nun gemolken. Zunächst wird das Euter gereinigt, schließlich will keiner Mistrückstände in seiner Milch haben. Anschließend wird das Melkzeug angehängt. Am Schluss wird noch ein Dippmittel auf die Zitzen gegeben. Dies dient als Schutzfilm, um das Eindringen von Bakterien zu verhindern. Sollten Kühe mal nicht zum Melken erscheinen, meldet der Computer das sofort an den Landwirt. Ihr seht also, die ganzjährige Stallhaltung von Milchkühen hat durchaus ihre Vorteile. Trotzdem wollen wir uns jetzt zum Vergleich natürlich auch einmal die ökologische Milchviehhaltung anschauen. Familie Demmer hat einen ökologisch geführten Milchviehbetrieb. Schauen wir uns den Stall doch einmal kurz genauer an. Im Wesentlichen unterscheiden sich die ökologische und konventionelle Landwirtschaft im Bereich der Düngung, des Pflanzenschutzes und der Fütterung. Konventionell geführte Betriebe halten oftmals mehr Tiere und sind daher auch oft auf den Zukauf von Futtermitteln angewiesen. Die Futtermittel können im konventionellen Bereich durch den Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln mitproduziert werden. Im Bereich der Tierhaltung unterscheiden sich die ökologische und konventionelle Landwirtschaft vor allem in den Platzverhältnissen und den Auslaufmöglichkeiten, die den Tieren zur Verfügung stehen. In der konventionellen Landwirtschaft haben die Tiere im Vergleich zur ökologischen Landwirtschaft weniger Platz in den Ställen. Auslauf ist für die Tiere in vielen konventionellen Betrieben nicht Pflicht. Im ökologischen Landbau müssen die Tiere dagegen Zugang zu Auslaufflächen haben. Vor allem in der Haltung von Milchkühen ermöglichen aber auch viele konventionelle Betriebe ihren Tieren die Möglichkeit zum Auslauf auf Weideflächen. In verschiedenen Medien wird häufig über die Massentierhaltung gesprochen. Der Begriff der Massentierhaltung wird oftmals mit Tierquälerei gleichgesetzt.
Wird von Massentierhaltung gesprochen, so denken viele Menschen direkt an große Schweine- bzw. Geflügelmastbetriebe. Aber auch diese Tiere werden, sofern sich der betreffende Tierhalter an die Vorschriften im Tierschutzgesetz hält, artgerecht gehalten. Laut Duden wird unter dem Begriff Massentierhaltung die technisierte Tierhaltung in Großbetrieben zur Gewinnung möglichst vieler tierischer Produkte verstanden. Die Massentierhaltung wirklich zu definieren, ist allerdings schwierig. Denn Fakt ist, man kann wenige Tiere sehr schlecht und viele Tiere sehr gut halten. Eine individuelle Betrachtung der Haltung ist daher meistens notwendig. Im Endeffekt muss also jeder für sich selbst im Supermarkt entscheiden, welche Produkte er lieber kaufen möchte.